Ja, Sally, grüßt auf dem Brennwerk-Kanal. Ich möchte heute nochmal ein kurzes Update geben zu meiner Kanne Brotrunk-Anwendung. Ich hatte mir 5 Liter Kanister Kanne Brotrunk direkt beim Hersteller besorgt. Für einen schmalen Euro, das sind irgendwas um die 9 Euro, 5 Liter Kanne Brotrunk für Tiere. Es gibt auch Kanne Brotrunk für Edelfische, aber ja, ich bin mal davon ausgegangen, dass die Tiere keinen Unterschied merken, was jetzt da auf dem Kanister steht, beziehungsweise dass das Produkt drinnen keine wesentlichen, signifikanten Unterschiede hat. Ich habe das reingegeben, so nach und nach am Ende der Filterkette, wo es dann in den Teich zurückgeht. Und die Fische haben ein bisschen reagiert, sind dann in so einer Schlange geschwommen. Das machen sie immer, wenn irgendwas kommt, was sie nicht kennen. Das ist so ein, ja, so ein Angstreflex, so ein Angstzustand. Und einfach erstmal zusammenhalten, wenn irgendwas Unvorhergesehenes kommt. Das ist auch nicht weiter dramatisch, aber da sieht man schon, dass die Fische irgendwie da merken, dass was kommt und eben den Stoff oder die Veränderung so nicht kennen und erstmal ein bisschen ängstlich sind. Ich habe vor, ja, das sind jetzt 2 Wochen, da habe ich die ersten 5 Liter gegeben, dann letzte Woche nochmal 5 Liter und heute wieder 5 Liter. Und man muss sagen, die Stellen, die es so gab, das waren die Stellen aufgrund der Zwischenhälterung während des Umbaus, die sehen im Durchschnitt deutlich besser aus, sind teilweise verschwunden. Und ich muss sagen, also da ist definitiv eine Reaktion erfolgt. Das Ganze ist natürlich jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung, die gibt es wahrscheinlich auch nicht. Aber man kann ja trotzdem solche Dinge berücksichtigen, wenn man selber mal irgendwie was hat an den Fischen, muss man nicht immer die ganz große Tour fahren und teure Sachen einsetzen. Vielleicht hilft auch schon so eine Anwendung mit Milchsäurebakterien, also wie zum Beispiel die in Kanne Brotrunk vorhanden sind. Ich bin davon jetzt komplett überzeugt, also ich war da schon durch verschiedene Berichte eigentlich überzeugt, aber kann es jetzt bestätigen aus meiner eigenen Praxis, dass tatsächlich bei so kleinen Bläsuren die Milchsäurebakterien einen positiven Effekt haben. Jetzt schauen wir mal ein bisschen, ja, also wer die anderen Videos verfolgt hat und genau auf die Fische geguckt hat in den letzten Wochen, hat sicherlich so ein paar Bläsuren gesehen und die sind jetzt, wie gesagt, deutlich besser. Was mir immer ganz gut gefällt, wenn wir irgendwelche Produkte haben, die nicht für einen Koi-Teich konzipiert sind, deklariert sind, weil wir dann einfach einen schönen, vernünftigen Preis haben ohne Koi-Aufschlag. Man kann sicherlich auch ähnliche Produkte für einen Koi-Teich kaufen auf Milchsäurebakterienbasis, die dann aber natürlich deutlich mehr kosten. Und da sage ich, das muss nicht sein. Möglicherweise ist da sogar das gleiche abgefüllt, aber halt anders etikettiert. Wenn wir jetzt mal schauen, ja, ich bin gerade am gucken. Wir hatten einen Giro, der kommt jetzt nicht so richtig ins Bild. Ja, hier auf der linken Seite, dieser Giro hier, der hatte richtig kräftige rote Stellen. Hinterm Kopf bis zur Flosse, kommt jetzt gleich ins Bild. So, der Giro hier links. Ansonsten fange ich dann vielleicht mal ein. Also der ist jetzt so gut wie nicht mehr rot, der hatte da richtig kräftige rote Stellen. Und das auch wieder über Wochen. Und es ist jetzt relativ zügig abgeheilt. Ihr seht auch, die Fische haben vor einer halben Stunde haben die was gekriegt. Wir haben 22 Grad im Wasser. Die sind agil, die sind fresslustig. Wir haben ja hier einen tiefen Teich, 2,37 Meter. Interessiert die Fische nicht. Wir haben nur 22 Grad.
die Fische sind trotzdem recht agil. Also hätten wir 25, wären sie wahrscheinlich noch agiler. Da gibt es einfach nichts zu meckern, gerade jetzt. Ich habe es im anderen Video schon gesagt, bei diesen Wahnsinns-Afrika-Temperaturen, wohl dem, der einen tiefen Teich hat, weil der heizt sich natürlich langsamer auf und ist einfacher und stabiler zu halten. Ja, deshalb sage ich jetzt, also egal ob ihr einen tiefen Teich habt oder einen weniger tiefen Teich, wenn die Fische nicht agil sind, genauer drauf gucken, dann ist möglicherweise was im Argen. Und das sollte man da nicht mit der Teichtiefe oder sonstigem versuchen wegzuargumentieren. Jetzt sehen wir hier links den besagten Giro, der hat hier oben so ganz leichte noch Reststellen. Vielleicht schwimmt er noch ein bisschen besser ins Bild. Und diese Stellen waren richtig kräftig rot. Insgesamt hat es eher so ein bisschen belebend gewirkt, diese Kanne-Brotrunk-Anwendung. Fadenalgen oder sonstige Dinge habe ich keinen Einfluss gesehen, da ich ja keine habe. Da würde ich jetzt auch nicht das Augenmerk drauf legen. Ich glaube nicht, dass es dafür wirklich gut geeignet ist, wie hin und wieder behauptet wird. Also das würde ich nicht unterschreiben. Ansonsten, ja, jetzt ist es halt wichtig, jetzt haben wir Anfang Mitte August, jetzt ist es wichtig, dass die Fische fit sind, dass sie fressen, weil so langsam kommt die Zeit, wo dann die Schlacht für den Winter gewonnen wird. Ja, jetzt sehen wir hier noch den anderen Giro reinschwimmen. Hier, also der gefällt mir sehr gut, hat ein schönes, kräftiges Schwarz und ein schönes Weiß. Und den Problem-Giro, den seht ihr hier hinten. Da ist kaum noch was rötlich, so ganz leicht sieht man noch Reste. Genau. Also jetzt wird die Schlacht gewonnen für den Winter. Jetzt sollen die Fische fit sein. Wenn sie nicht fit sind, sollten sie jetzt fit werden. Dann sollten sie gut fressen, gut im Futter stehen. Natürlich nicht auf Teufel komm raus, nicht übertreiben. Aber so, dass sie schon nicht hungern, keine Bohnenstangen sind, sondern jetzt darf langsam so auch ein bisschen mehr drauf. Und je nachdem dann halt, ob der kalt oder warm überwintert, gerade bei der kalten Überwinterung, sollten natürlich die Fische entsprechende Reserven aufbauen. Jetzt sehen wir hier links gleich nochmal den, kommt nicht so ganz ins Bild. Ja, hin und wieder sieht man den Problem-Giro und dann auch den besseren Giro. Aber ihr könnt ja einfach selber noch ein bisschen lauschen, währenddessen ich hier noch was erzähle. Genau. Also ich habe, wie gesagt, nur 22 Grad. Nichtsdestotrotz, auch da wird es schon schwierig, trotz Luftheber, trotz weiterer Luftpumpe, einen hohen Sauerstoffgehalt zu halten. Also ich bin irgendwo um 6 Milligramm pro Liter mit 150 Liter Luft am Luftheber, 150 Liter Luft pro Minute am Luftheber und dann noch eine 60er Luftpumpe derzeit in der Biologie. Und trotzdem komme ich im Moment kaum über 6 Milligramm pro Liter. Elektronisch gemessen, auch verifiziert mit dem zweiten Messgerät. Und von daher kann ich euch da nur raten, ja, Tröpfchentest ist so ein erster Anhaltspunkt, ist natürlich günstig, aber es sollte Sauerstoff möglichst elektronisch mit einigermaßen vernünftigem Messgerät gemessen werden, damit er da keine bösen Überraschungen erlebt. Spätestens dann, wenn die Fische morgens nicht fressen oder auch verdächtig an der Oberfläche hängen, allerspätestens dann solltet ihr euch Gedanken machen und schauen, was mit eurem Sauerstoffgehalt ist. Wahrscheinlich ist er dann zu niedrig und die Fische kommen schon Richtung Notatmung. Das ist natürlich zu vermeiden, das ist wieder ein Stresszustand, ein Ausnahmezustand, der
wenn er nicht aufgehoben wird, natürlich dann sogar noch extremer werden kann und lebensbedrohlich werden kann, wenn ihr permanent deutlich zu wenig Sauerstoff im Teich habt. Deshalb jetzt gerade, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, nochmal ganz genau hinschauen, wie es mit dem Sauerstoff ausschaut. Gerade bei Shiro Utsuri, das sind so ein bisschen Stressindikatoren, deshalb habe ich die auch schon ein paar Mal genannt heute. Also Shiro Utsuri neigen dazu, wenn was nicht stimmt, am Weiß Rötungen zu zeigen. Solche Stressrötungen. Kohaku teilweise auch ein bisschen, aber der Shiro ist da ein guter Indikatorfisch. Und ich sehe es an beiden Shiros. Seit ich keine Brotung gegeben habe, dass die nicht mehr, also überhaupt keine Rötung haben und auch sogar strahlen. Also die haben jetzt ein strahlendes Weiß und ein kräftiges Schwarz und das hat sich eher verbessert. Ist natürlich immer subjektiv, weil wir das nicht messen können. Aber das sind auch noch zusätzlich die kleinen Anzeichen, weil man auch sieht, was ist los, geht es den Fischen tendenziell besser, geht es ihnen schlechter, haben sie mehr Rötung, haben sie weniger, haben sie gar keine. Also deshalb so ein Shiro Utsuri, A ist ein schöner Fisch, sollte man haben aufgrund der Schönheit und B sollte man haben auch aufgrund seiner Eigenschaft als Stressanzeige. Das war es erstmal soweit zu Milchsäurebakterien, Carniprodrunk und dem, was noch so dazugehört hat. Lasst gerne einen Daumen hoch da, macht hier unten rein ein Abo oder einen Kommentar. Bis bald. Ciao.